So, Scheiße. So, ich würde sagen, wir gleistern dieses Loch einfach mal so ganz provisorisch mal wieder zu. Zumal wir das Ganze ja eh noch hier eh wieder die Erde wegzwiebeln müssen. Aber das lassen wir einfach mal vorerst. Wir klatschen vorerst mal wieder Erde hin, weil ist sonst ein bisschen doof im Bauen. Ach ja, okay, dann machen wir da wieder ne Dingens eine Treppe hin. Ne? So, an und für sich könnte man das Ganze sogar wirklich noch einen Tacken nach oben setzen. Weil das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben von der Größe her. Oder? Ich habe eine Idee. Wobei da oben, das will ich ja ein bisschen. Das da oben will ich ja auch noch machen. Dann müssen wir das Ganze noch eine Reihe nach außen ziehen. Bei die Wand, die können wir eigentlich lassen. Ne? Wir müssen bloß hier Treppen dran klatschen. So. So, ja, hey, da müssen wir dann das da unten wieder wegzwiebeln. Ach, das ist immer so ein bisschen doof mit dem, wenn du hier irgendwelche Dinger bauen willst. So, dann so. Ne, das geht doch. Hä? So, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu groß, oder? Nee, also eins nach außen ziehen ist schon okay, aber. Wir ziehen es hier einfach mal testweise einen nach außen. Halt. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das dann noch mal. Das nach da. So, so, dann hacken wir den gerade mal wieder weg. Dann können wir nämlich den Wasserlauf hier gerade mal eins nach außen verlegen. Es hätte schon so seinen Charme, aber nee, das ist zu groß. Das ist. Aber an und für sich an. Also an sich finde ich das nicht schlecht, die Idee, dass man das noch eins nach außen zieht, wegen dem Brunnenteil da oben. Ja, weil da müssten wir die ganze Dinge so eins nach außen ziehen. Also eigentlich, würde ich das Ding gerne noch einen Tacken größer hier machen. Wir klatschen hier einfach mal noch die Stone Bricks rein. Ja, Stone Bricks haben wir auch noch genug. So, und dann machen wir das hier wieder weg.
Nee, das ist dann zu viel. Nee, nee, das ist zu viel. Das machen wir wieder weg. Das ist mir das. Das ist dann doch zu viel. Moment mal, wir klatschen da oben gerade mal ein Stückchen Erde rein. Dass ich auch hier wieder in Ruhe den ganzen Krempel weghacken kann. Das machen wir auch wieder weg. Och nee, jetzt, genau jetzt ist die Spitzhacke am Eimer. Das ist ja geil. Ach, Mann. Haben wir irgendwelches Holz in der Tasche? Ja, gut. Halt, da brauchen wir zwei Bretter. Machen wir vier Stöcke draus. Können wir noch zwei neue Spitzhacken machen? Aber hallo? Ach, verdammt. Ich nehme ich ja eigentlich die. Nee, ich bin ja doof. Normalerweise nehme ich dafür die Effizienzspitzhacken. Die anderen sind ja eigentlich für Dingens, für Farming-Touren und so. Ja, ihr Hühner, verzieht euch. So, dann machen wir hier noch den da raus. Und jetzt... das da oben... machen wir dann... vielleicht doch einfach eine Nummer kleiner... ohne dieses überladene Ding hier. So, okay. Gut. Alter. Also ich bin jetzt so ein bisschen am Nachdenken, wie ich das hier bauen soll. Also ich weiß auch nicht, ob ich das genau so baue. Aber das da oben, das mache ich wieder weg. Das ist mir zu doof. Das ist viel zu groß. Könnt ihr einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was er sagt, also wie er das findet, also ob er das wieder oben drauf haben wollt oder ob er sagt, nee, lass mal. Also ich bin da noch recht flexibel, aber ich würde jetzt mal sagen, es sieht... also ich persönlich sage, es sieht doof aus. Ich bin natürlich mal gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren sagt. Aber ich würde eher dazu tendieren, da sowas hinzumachen, dann da sowas und da oben drauf dann so ein bisschen Erdkonstrukt. So, dann da sowas drauf zu machen. Sowas in die Richtung. Ja, wobei es vielleicht ein bisschen unterdimensioniert. Ja, ich weiß nicht. So. So. Ich stelle das Ding jetzt mal dahin. Und so, dann machen wir das da dahin. So. So, wenn man jetzt da... ach, verdammt, ey.
So, Mann, ich will das jetzt noch fertig bauen. So, machen wir einfach da mal so eins hin. Sache ist, ich will aber hier das nicht. Okay, das ist nix geworden. So, Monsterglocken kann ich später auch noch. Und die werden wahrscheinlich Monster morgen früh auch noch da sein. So, deswegen, ich werde jetzt mal einfach hier hochpesen. Kommt ein bisschen raus. Ja, das ist immer so eine schwierige Sache. Ich will eigentlich, will ich jetzt mal langsam Schluss machen, vor allem weil schon nach 6 Uhr abends ist und ich habe also langsam richtig Hunger. Aber andererseits, ich will das Ding da unten noch fertig kriegen. Sieht noch ein bisschen komisch aus, aber von oben sehen die meisten Brunnen ein bisschen komisch aus. Also die sehen meistens nicht so aus wie von unten. Ist ja aber logisch. Dann schaut ihr aus einer anderen Perspektive. Aua. So, aber. Aua. Aua. Die Spinnen sind die Spawn oder was? Nee, sind sie nicht. Das war jetzt nochmal knapp. Upsi badupsi. So, aber das ist jetzt. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht hier noch eine Treppe draufsetze. Das dann einfach so runterplätschern lasse. Aber ich habe noch eine andere Idee. Ich glaube, ich mache hier noch eine Treppe. Ja. Scheiße. Och Mann. Ach nee, das. Es geht ja gar nicht. Ja, dafür ist das Ganze etwas zu klein, aber. Ich wollte eigentlich, dass das da so zwischendurch neben bunter läuft, aber das ist ja. Hä, das ist zu klein, das ist doof. Und Wasser haben wir natürlich gerade auch keins im Eimer gehabt, das ist auch doof, aber. Nee, das sieht noch doof aus. Also muss auch, das muss jetzt irgendwie ein bisschen natürlich müssen wir das aber dann hier auch aufstocken. So, ja, sieht doch schon. Das war jetzt nicht unbedingt vorgesehen, dass das dann wieder runterläuft. Aber gut. Ist jetzt auch nur halb so wild.
Alter. So. Die Spinne haben wir vorhin, glaube ich, verkloppt. Aber. Sieht noch ein bisschen komisch. Oder ein bisschen komisch aus. Ich finde, das kann man schon so lassen. Vielleicht bauen wir den Brunnen aber auch nochmal um. Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall jetzt mal sagen, mit Blick zu diesem Brunnen, sein das Zentrum der zukünftigen Stadt symbolisiert, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich dann von euch. Wünsche euch noch viel Spaß und ja, bis denne. Ciao. Und was ich beinahe vergessen hätte zu sagen, nicht vergessen, wenn diese Folge rauskommt, dürfte es Dienstag sein. Oder Sonntag, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich aber eher Dienstag. An genau diesem Dienstag ist hier in Zweibrücken an der FH die Star Trek-Vorlesung. Und da gibt es auch einen Stream, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Also, wenn ihr da reinschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Es wird ziemlich interessant. Es geht nämlich um Zurück in die Zukunft 2, also wo sie halt ins Jahr 2015 reisen. Also, das ist schon ein bisschen her jetzt, wo sie angekommen sind im Jahr 2015. Aber naja, also Tschüssikowski, bis klar, bis dann. Ja, vielleicht sehen wir uns in einem Stream ja auch. Ich werde auf jeden Fall da sein. Im Audimax in Zweibrücken. Mich werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen. Vielleicht winke ich aber für die Kamera. Auf jeden Fall, Tschüssikowski, bis dann. Ja, euer Seldhunter LP. Bis denne. Ciao.